Heute, was geht ab, Leute? Von hier. Ich check grad die Quest so ab. Denn ich versuche ein. Wer ist denn der Typ? Mamulida 100 zu fangen. Ich schau mal hier so rum, wie viele Quests es davon gibt. Weil wild spawnt er leider nicht 100 und der andere erst recht nicht. Ich habe jetzt endlich angefangen. Der erste ist mir ja geflohen. Der zweite ist mir übrigens auch geflohen. Und der dritte, der ist endlich drin geblieben. Ja, sieht schlecht aus, dass die 100 spawnen. Deswegen werde ich heute den jagen. Marmolida 100, fange 14 Hibiskus. Da könnt ihr mir heute Glück wünschen und ich wünsche euch natürlich auch viel Glück, viel Erfolg beim Event. Shen Chenega habe ich jetzt noch nicht so versucht zu jagen. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Klar, wenn wir welche sehen, tippen wir die an und fangen die, aber ja, ich jag jetzt nicht jedem Chenega hinterher. Ich habe sogar ausgestellt, weil Chenega wird die ganze Zeit gepostet und ich habe es gemutet. 341 Benachrichtigungen bezüglich Chenega. Wobei ein Chenega braucht immer drei Benachrichtigungen. Einmal das Bild vom Pokémon. Dann die Information und dann der Link zum Standort. Das sind dann immer drei Informationen, drei Nachrichten pro Pokémon. Das heißt, bei 320 Nachrichten ungefähr ja, 110 Chenega. Und das seit, keine Ahnung, wie lange ich die Nachrichten nicht mehr gecheckt habe. Auf jeden Fall, ja, vielleicht morgen jage ich dem hinterher. Ihr könnt ja gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon Shiny Chenega bekommen habt. Shiny Schlupp, checkt das Video von gestern ab. Ich habe leider keinen bekommen. Extra die Quest dafür jagen, nicht unbedingt. Drei Eier brüten lohnt sich nicht wirklich, meiner Meinung nach. Mach ich nicht, brauche ich nicht. Nur Marmolida. Der ja, wird heute gejagt. Aber davor gönne ich mir erstmal das neueste One Piece Chapter. Ich habe gehört, keine Spoiler. Ich denke mal, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, Oden geht krass ab. Ich bin echt gespannt auf dieses Chapter. Und dann geht's raus. Ah ja, und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Okay. Das Kapitel war krass. Oden, krasser Ehrenmann. Auf jeden Fall. Und jetzt sehe ich gerade das Video von gestern. Das Thumbnail hat nicht gespeichert. Jetzt muss ich das erstmal hochladen nochmal. Und dann geht's erst los. Ja. Wir haben hier ein 7er Ei. Schauen wir mal. Shiny Vonaga. Oh. 100er Order? Ich habe Screen Recorder nicht an. Und. Oh ne, richtig schlecht. Schade. Ich blende hier nebenbei den Tausch ein. Eins für die Sammlung, nichts Besonderes. Ein Shiny Flamaga. Also, erstmal gut, dass er die Entwicklung hatte, weil viele wollen mir immer Evoli andrehen. Und bei Evoli ist halt gefährlich, wenn ich es entwickle, dass halt nicht das rauskommt, was ich haben will. Also, dementsprechend brauche ich nur noch Aquana. Am besten jemand, der mir direkt Aquana gibt, weil ich kann nicht Evoli nehmen und dann hoffen und einfach so entwickeln. Auf jeden Fall fahren wir jetzt in die Innenstadt und jagen ein paar Libiskos für die Quest. Ich drehe jetzt ein paar Runden auf der Farmroute. Falls irgendwas passiert, melde ich mich wieder. Okay, wir haben die erste Quest erfüllt. Leider nur eine, weil ich habe die zeitversetzt geschnappt. 929 brauchen wir. Da können wir direkt aufhören. Oh, nicht mal annähernd. Okay, ein paar Versuche haben wir noch. Kleiner Shiny-Check. Ist Sierra gerade besiegt und können wir uns einen Shiny gönnen? Boah, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja und nein. Ah, ihr seht es, Leute, ich habe einen E-Scooter geholt. Denn es kam einer rein. 100er. Plenty nehmen wir nochmal ein, natürlich. Wie heißt der nochmal? Marmolida. Leider nur 17 Minuten. Ich habe zu lange gebraucht, also erstens 17 Minuten ist schon sehr kurz. Zweitens habe ich zu lange gebraucht, aus der Innenstadt heraus, mich da herauszuwursteln. Da gab es Straßen, ich konnte nicht fahren, dies, das, zu viele Fußgänger, ich musste da bremsen und sowas. Und selbst wenn ich es geschafft hätte, hätte wahrscheinlich 2 Minuten noch extra gebraucht, da die Straße runter ist es. Aber der ist leider jetzt gedespawnt. Es ist halt mitten auf der Insel. Ich hatte halt irgendwie gehofft, ja, vielleicht kommt man vom Rand da irgendwie heran spawnt oder was weiß ich, GPS-Drift oder so, aber wir haben es zeitlich eh nicht geschafft. Schon sehr schade. Aber wir sind auf der Lauer, falls noch einer reinkommt. Und jetzt muss ich irgendwie wieder mich irgendwo zentral begeben. Naja, probieren wir es mal mit einer Quest. Vielleicht haben wir ja da Glück. Da war die Fahrt umsonst. Wir kommen näher, aber nee, noch nicht. Wir verziehen uns mal zur Seite. Unser dritter Versuch. Und dann noch einmal aufladen. Nee, leider nicht. Ich pack's jetzt, glaube ich, heim, Leute. Ich habe erstens Hunger und zweitens muss ich noch heute.
Was ist das für ein random Anime-Laden? Comic Company. Cool. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Leider kurze Folge und leider ohne Highlight. Kann man aber nicht ändern. Manchmal ist es so, da schaffen wir uns halt nicht. Und es kann nicht jede Folge ein krasses Highlight haben. Das ist Real Life, nicht Fernsehen. Leider. Wäre schon episch gewesen. Genau die Folge, wo ich sage, yo, ich gehe auf die Jagd nach dem. Mach die Quest und so. Den 100er dann zu erwischen. Aber nee, leider nicht. Kein Happy End für uns heute. Ich bin später noch live. Also ich schneide dieses Video jetzt dann noch. Und dann bin ich live, schaut vorbei. Und sonst euch viel Spaß, viel Glück beim Event. Hoffentlich mehr Glück als mir. Und ich. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe alles erledigt. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht, dieses Video hier noch vor dem Stream rauszuhauen. Aber dann kurz danach, auf jeden Fall nach dem Stream, mache ich das hier alles fertig. Jetzt habe ich ungefähr noch eine Stunde, um das hier aufzunehmen, den Rest hier noch. Und dann alles zu schneiden und hochzuladen, was nicht funktionieren wird. Denn wir sind um 21 Uhr live. Ihr könnt die Wiederholung dann irgendwann schauen. Nebenbei jetzt beim Schneiden gönne ich mir ein bisschen Unge. Letzte Woche war ja dieser heftige Stream und das ganze Drama auf Madeira, genau vor einer Woche. Da habe ich nicht reingeschaut und da kam dieses ganze Drama. Vielleicht noch einen kurzen Artikel, der meine Aufmerksamkeit gelockt hat mit diesem sehr interessanten Titel. 90 spielen nicht eure Handys aus. Vom Max Beckmann von Go Games. Und zwar geht es darum, dass Pokémon Go auf eure Medien zugreifen kann und dadurch können sie bestimmte Sachen durchsuchen und dadurch geroutete Handys oder Jailbreak-Handys herausfinden und die dann als gecheatet markieren. Und im Grunde genommen könnt ihr das Ganze dämmen oder daran hindern, indem ihr bei euren Einstellungen auf Pokémon Go geht, also auf die App, und da den Zugriff ablehnt. Was eigentlich dabei hilft zu cheaten, also falls ihr echt cheatet dadurch, könnt ihr das einfach da ablehnen und dann könnt ihr weiter cheaten. Naja, nur so eine Info vom Artikel. Das war's von mir, Leute. Wie gesagt, euch viel Glück, mehr Glück als mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, checkt die Livestreams ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergessen, Pokémon Serious Business.